Es ist mir egal, ob ihr jetzt das sehen wollt oder nicht. Ich guck's mir jetzt Meine schnell lieben an. Freunde, herzlich willkommen. Ich war in der Wohnung schon mal drin, aber noch nicht, als ich fertig war. Wir schauen uns das nur an und dann gehe ich rein in Minecraft. Und wenn es euch nicht gefällt, dann fickt euch ins Knie. Zu einem neuen Video. Ja, willkommen in meiner Wohnung. Also da die Tür, zeigen wir mal ganz kurz. Hier ist so Badezimmer. Aber das habe ich ja schon mal in der letzten Roomtour gezeigt, wo die Wohnung noch nicht fertig war. Und das müssen wir nicht nochmal machen. Jetzt kommen wir zum schönen Teil, der endlich, wow, endlich fertig ist. Nice, der ist doch eine restliche Möbel kam an. Ich habe die schon im Juli bestellt und sie kamen Ende November an. Lieferzeiten aus der Hölle. Fangen wir an. Meine Damen und Herren, folgen Sie mir hier um die Ecke, denn oh, wo kommt das denn her? Ich habe mir ein E-Piano gekauft. Natürlich, werde ich euch... So ein Ding, was jeder irgendwie hat. Ich kaufe mir auch einfach ein Piano, scheiß drauf. Habe ich einen riesigen Arm. Irgendwann wird passieren. Meine Platten von My Chemical Romance, ich bin großer My Chemical Romance Fan, habe aber kann. Mein Esstisch! Der ist echt groß, warte, guck. Ihr müsst euch vorstellen, wie groß der ist. Und ich bin ja schon 1,85 groß. Könnt ihr euch vorstellen, stimmt wie groß nicht, dieser Tisch ist? Das ist nicht richtig. Also locker 2,5 Meter. 1,85, ey, richtig dreiste Lüge. Ich habe einen Esstisch geholt für 8 Personen. Mit nur 6 Stühlen. Wisst ihr, wie einsam man sich fühlt? Das bist du aber selber schuld. Wenn ich an diesem Tisch sitze. Okay, wir schauen weiter. Ah, Katzen, NXTV, danke schön. Welches ist Trinken und Essen ist jetzt abgebaut, weil die halt gerade nicht da sind. Mhm. Dieses Laufrad, was zugestellt ist, mit extrem vielen Weihnachtsgeschenken. Oh, das riecht immer nach Pisse, das weiß ich noch. Anni, riecht das immer noch nach Pisse? Weil ich echt ein Problem habe. Weil ich die haben da mal reingepinkelt, die Katzen. Kaufen. Ich schwöre, wenn ich kein Weihnachtsgeschenk bekomme von dir, Anniese Duck, ich sag's dir hier und jetzt, du hast noch 2 Tage Zeit, du kannst irgendwas aus dem Hut zaubern. Ihr könnt sie auch gerne in den Chat schreiben oder so, ihr es irgendwie übermitteln oder ihr es per Instagram sagen. Wenn ich nichts bekomme, by the way, ich werde dir nichts kaufen, Anni, aber wenn ich kein Weihnachtsgeschenk von dir bekomme, dann bin ich wirklich, wirklich unglaublich angepisst. Dann bin ich einfach sauer auf dich, weil wir sind gute Freunde und ich fänd's schade. Das ist nur ein winziger Bruchteil. So, kommen wir in meine Lieblingsecke. Es ist alles das Wohnzimmer, aber die Wohnzimmerecke des Wohnzimmers. Wow, das Wohnzimmer. Das ist doch ganz chillig, das ist überhaupt nicht mein Style, es ist so... Die Couch habe ich kann sich genau einordnen. Weil ich halt, wie gesagt, ein sehr großes Wohnzimmer habe. Aber es ist schön gemacht. Dann habe ich mehr Platz für Couches, dann kann ich hier mit Freunden chillen und dann... Ja, wir kennen es alle, also chill ich hier nicht mit Freunden, deswegen chill ich hier alleine. Mein Lieblingsteppich, den ich mir schon für die alte Wohnung gekauft hatte, ist hier halt der Fernsehkram, kennt man, ne? So die Regale mit den kleinen Deko-Sachen, finde ich cute, kleiner Katzbaum für die Katzis, die gar nicht benutzen. Aber die sieht schick aus, also steht hier jetzt. Es hat so einen leicht arabischen Einfluss auf die ganzen Sachen, finde ich aber schön, aber ist nicht meins. Ein paar schöne Kunstblumen. Wow, diese Bilder habe ich alle selbst gemacht, ich bin ja so talentiert. So ein arrogantes Art. Hier habe ich noch ja, so ein ist auch wirklich so. Die ich traue zu benutzen, weil ich Angst habe, dass ich einmal meine Wohnung abfackel. Das passiert nicht, weil der Kamin hält das Feuer in dem Kamin drin. Warte. Bereit? Ich finde die schön. Ich finde die sehr gemütlich. Das ist so Herr der Ringe-mäßig. Ich habe mir, als ich eingezogen bin, für so 200 Euro so ein kleines Couch-Set gekauft für die Couch, für draußen. Habe seitdem nicht mehr reingeholt und habe dann gemerkt, dass nach so 2 Monaten schimmelt das. Schwarzer Schimmel in diesen Kissen entstanden ist. Das war letztes Mal auch schon so. Deswegen habe ich so eklige, verschimmelte Polster auf diesen Stühlen. Ja, deswegen, also wir gehen da nicht raus, das ist ganz eklig. Aber meine Küche zeige ich euch doch gerne, liebe Freunde. Die Küche benutze ich ja unter anderem. Die habe ich noch gar nicht fertig gesehen. Küche, ne? Wir haben hier diese Lichter angebracht, guck mal, das ist ziemlich cool. Hier ist nämlich so ein Schaltpult, mit dem man hier so die Lichter verändern kann und anmachen. Ja, chillig, dass jetzt, ich sag nichts. Und ich kann nur ausmachen kann. Ja, es hat so einen anatolischen Touch, dann ne? Kann ich hier stehen, safe. Dann bin ich so halb blind, was übel macht ja auch als Marokkanerin, auch Teil-Marokkanerin, glaube ich, halb Viertel so Sinn. Hier geht's schöne rein, Küche. In meine Arbeitsräume. Mhm. Kommt mit. Folge mir. Lass mich nicht los. Der Creative Atelier. Raus mit den Leuten aus Anis Chat, lass die in Ruhe, what the fuck. Raus da, lasst Anis Duck's Chat in Ruhe. Raum, den haben wir zusammen sogar eingerichtet und aufgebaut. Ja, und ihr macht gerade ein Pen and Paper, benehmt euch. Hier ein kleiner Flashback. Hilfe.
Toll. Update, meine Katzen haben meinen Stuhl zerstört. Hm. Sieht man das? Sieht man, oder? Ja, sieht man. Die sind hier immer hochgeklettert in diesem Stuhl und haben sich hier festgekrallt. Ja, großartig. Deswegen ist jetzt auch der Creative-Raum-Stuhl, weil er darf jetzt auch dreckig werden. Danke dafür, Katzen. Ja, sonst hat sich hier nicht großartig was verändert. Das Ding, wenn man Katzen hat, ne? Eingeräumt. Hier finden gelegentlich Kreativ-Streams statt. In letzter Zeit halt einfach nicht, weil ich gar keinen Bock habe, irgendwas zu tun. Aber hey, das habe ich auch mal gemalt. Vor Jahren. Ah, irgendwann mache ich mal was Neues. Okay. Ja, hier sind meine Ex-Freundinnen. Hier ist mein Streamraum. Unangenehm. Die Lampe ist mega laut. Aber ja, der ist richtig schön eingerichtet. So Weihnachten. Der ist echt geil geworden tatsächlich, ja. Das ist echt krass. Das ist sehr viel geiler Background-Stuff. Das ist der Hintergrund, der ist endlich fertig geworden. Plus mit Deko. Das Brett hier hält das? Nein, das muss das? Ich... Wow. Ja, und irgendwie habe ich schon voll viele Weihnachten. So, und jetzt haben wir noch eine neue Kiste hier. Da ist eine Kaffeemaschine drin. Ja, und die ist auch angeschlossen, da ist auch Strom und so drin. Heißt, wenn ich mir mal gelegentlich einen Kaffee machen möchte, dann geht das. Noch nie eine Bosch-Kaffeemaschine gesehen. Fand ich ganz lustig. Und dann wird er wieder voll und was ein Abfuck. Egal, gehen wir weiter. Wieder zurück hier entlang. Und dann... Das ist hier links das Schlafzimmer, geht's, ne? Hier ja. In das Zimmer, in dem all meine fleischlichen Gelüste... Ich glaube, da passiert gar nichts. Ich würde gerne sagen, wahr werden, aber leider nicht. Willkommen in meinem Schlafzimmer. Hier ist mein Kleiderschrank. Dieser Kleiderschrank besteht ist immer noch, glaube ich, das alte Kleidern, die ich nie trage, weil die viel zu schick und ungemütlich sind. Und Merch. Merch und Merch. Das ist nur Merch. Das ist mein Merch-Kleiderschrank. Ich habe einen Merch-Kleiderschrank. Was haben wir hier? Das ist unordentlich, ne? Ja, Oberteile. Hier. Und 7000 Kissen runterschmeißen muss. Mega Pain, aber egal. Nutzlose Deko. Ja. Unterwäsche, das machen wir nicht auf. Schminktisch. Viel zu viel Schminke. Legit, diese Schminke. Aber sehr ordentlich die Wohnung gerade, das muss man sagen. Und Spiegel. Das cool Posen denn. So, und hier Bad, ne? Geht's in mein Badezimmer, was ich euch in der letzten Runde vergessen habe zu zeigen. Aber das ist das eigentlich mein Herzstück, weil ich liebe das, dass man, um ins Bad zu kommen, ins Schlafzimmer muss. Voll nice, wenn man Gäste hat und die wollen scheißen, müssen die erst durch dein Schlafzimmer gehen. Das ist nur meins und die Gäste gehen immer ins Gästebad. Meine vielen Gäste, die ich jeden Tag habe, mein Gott. Le Badezimmer, komm rein. Wow, ich liebe dieses Badezimmer. Eine Dusche, die groß genug ist, dass man hier mit 4 Leuten rein könnte, habe ich leider noch nicht ausprobiert, aber vielleicht irgendwann. Glaube ich nicht, nein. Mein Spiegel voller unfassbar vieler, unfassbar unnötiger... Da war ein Männer-Deo. Erklär's uns. Da war ein Männer-Deo, hallo? Ich glaube, die ist von meiner Schwester. Ja, ja, die sind von deiner Schwester, die Zahnbürsten alle, genau. Sehen. Ja, Leute, was soll ich sagen? Unglaublich schöne Wohnung, da würde ich 10 von 10 einziehen.